Willkommen zu meiner neuen Show hier in meinem neuen Studio. Wer es noch nicht gesehen hat, das Studio ist noch relativ frisch renoviert worden von mir hier. Und diese Woche gibt es wichtige Themen zu besprechen, die würde ich gerne mit euch erstmal so ein bisschen abklären und so. Da müssen wir halt gucken, welche Richtung, welche Schiene das geht. Übrigens, das, was ihr momentan seht, ist eine kleine Demo von der ganzen Geschichte, die ich in Zukunft vielleicht öfters machen möchte. Der Sommer ist zu Ende. Das ist erstmal so ein Thema. Sommer ist ja sozusagen fast zu Ende. Noch so ein paar Sonnenstrahlen erreichen die Erde. Und danach geht's weiter im Herbst, weil da ist ja immer richtig Zocker-Session. Ihr wisst ja Bescheid. Da gibt's viel am PC zu tun, wenn der Mond aufgeht und die Sonne untergeht. So um 5 rum, um 6 rum, da setzt man sich am PC und liegt nicht mehr schön am Pool. Ne? Da genießt man nicht mehr sein Leben im Pool, sondern vorm PC. Das heißt, wir machen da auf jeden Fall richtig Action auf meinem Kanal hier. Da wird richtig was geboten in Zukunft. Ich möchte da verschiedene Linien aufbauen, die da auch in Zukunft eine große Rolle spielen werden auf meinem Kanal. Und das ist erstmal eine Demo jetzt, was ich euch gleich verkünde. Aber erstmal kommen wir zum vorläufigen Abo-Quiz-Gewinn. Denn das wird diese Woche sein. $1 Million! Wahnsinn! Ist das der kranke Wahnsinn? $1 Million! Wahnsinn! Mehr fällt mir da nicht so ein. Wer Bock drauf hat, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Ich erkläre gleich was dazu, wie ihr teilnehmen könnt am 1-Million-Dollar-Spiel hier. Lotto könnt ihr vergessen. Lotto ist, könnt ihr in die Tonne treten. Da gibt es nur 750.000 Euro und so diese Woche, glaube ich. Bei mir gibt es 1 Million Dollar und zwar im Super Mario-Stil, also extra gedruckt. Limitierte Auflage, richtig limitierte Auflage, die gibt es wirklich nur in begrenzten Stückzahlen. Und wer da drauf Bock hat, ich muss sagen, ich habe wirklich Bock drauf. Ich habe den auch, ich kann es euch mal zeigen, ich habe ihn hier schön eingeschweißt, das Teil. Oh, geile Sache und scheiße eigentlich, dass ich den weggehen muss, aber. Ja gut, Abo-Quiz, da muss ein bisschen was geboten werden hier auf meinem Kanal, das soll ja auch nicht langweilig werden und deswegen, wie gesagt, 1 Million Dollar im Super Mario Style. Schön hier mit Yoshi abgebildet, Bowser, Peach, Super Mario, Lakitos drauf, Buhu und ich weiß gar nicht auf der Rückseite, ich sehe es jetzt schlecht. Boah, hier schön so ein alter, boah, ist das geil, ist das geil, schön alter 2D Mario, also wer da drauf Bock hat, der soll auf jeden Fall aufpassen. Boah, diese Woche ist der Licky dran. Wenn er das Teil gewinnt, dann. Uiuiuiui, da kann er aber richtig mal was ausgeben hier. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, Licky ist morgen dran. Übermorgen im Quiz bei mir. Der kann. Hat halt die erste Chance, das Teil zu gewinnen. Bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es gewinnt, weil ich werde meine Quiz, also wer schon mitbekommen hat, das Abo-Quiz, ich schätze das immer so ein bisschen nach der jeweiligen Person rein, die da kommt, also themenmäßig, ihr wisst schon, Themen tue ich halt genau auf die Leute zuschneiden, die da kommen. Allerdings wird das Quiz richtig für den ersten, also wir hatten ja letzte Woche erst, also vorletzte Woche, letzte Woche gab es keinen Quiz und davor glaube ich auch nicht. Das heißt, diese Woche im Quiz gibt es das erste Mal wieder einen neuen Preis und wenn der erste Preis kommt, also von mir hingelegt wird, dann ist das Quiz richtig schwer. Ich werde dann das Quiz immer Stufe für Stufe ein bisschen einfacher machen. Also ihr kennt das ja schon von den anderen Gewinnen. Also ich denke, ihr versteht das, dass das Quiz halt am Anfang noch richtig schwer ist. Und wenn ich sehe, nach 10 Abo-Quiz-Gedöns hier, dass immer noch keiner gewonnen hat, dann werde ich da ein bisschen immer weiter das Ganze einfacher machen und ja. Gut, reden wir nicht lange drum rum. Auf jeden Fall geile Sache hier, 1 Million Dollar. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie ihr da drankommen könnt. Und zwar auf meinem Kanal erstmal hier regelmäßig schön dranbleiben. Ist ganz wichtig. Was jetzt kommt, ist ein Test. Ist eine kleine Preview von mir. Das wird erstmal auch ein bisschen, ist eine Teaser gab es nicht. Wir machen das einfach heute mal gleich so. Es geht hier um, wie gesagt, bei der Sache um 1 Million Dollar. Geile Sache.
Ich werde das Ganze erstmal jetzt euch präsentieren. Also heute ist Weltpremiere hier. Absolut kranke Scheiße, Weltpremiere, geile Sache. Und ab geht's! Da ist das Ding. Da ist das Ding. Ja, ist eine Art von Quiz. Ihr kennt wahrscheinlich, denke ich, schon so eine Art von Quiz, ne? Ihr versucht Wörter aus den vorgegebenen Buchstaben senkrecht oder, also senkrecht nach unten oder waagerecht nach, von hier horizontal, ne, ihr wisst schon, von links nach rechts, zu bilden. Also ziemlich einfach eigentlich. Hört sich ziemlich einfach an, ist auch nicht so schwer. Allerdings ist das ein ziemlich krasses Raster hier. Und, boah, das ist echt eine Nummer, muss ich sagen. Also ich würde jetzt echt fehlen hier bei der ganzen Sache. Das Thema, also ich werde in Zukunft, wie gesagt, das öfters bringen, sowas, weil ich finde sowas cool. Das frischt so ein bisschen auf, man kann so ein bisschen sein Gedächtnis hier, ne, mal richtig anknipsen und so. Thema heute, wer jetzt gedacht, Mario Kart, allerdings auch Mario Kart Wii. Also das ist wirklich einfach für euch diesmal, weil es ist eine Demo, wie gesagt, und es soll ja auch ein bisschen hier, ne, ihr wisst schon. Deshalb, um hier nicht lange um den heißen Brei zu reden, würde ich sagen, hau ich einfach mal hin, ein paar Buchstaben, weil, ne, unlösbar hier, ihr wisst schon, ich würde es echt nicht rausbekommen, was da alles für Wörter hin müssen. Also ihr seht ja hier, ganz rechts sind 5 Buchstaben, 6 Buchstaben, Entschuldigung, ganz rechts 6 Buchstaben, da kommt ein Wort hin und ich kann, boah, ich gebe euch einen Tipp, nee, ich gebe keinen Tipp, weil es wird diesmal wirklich einfach, ich gebe euch ein paar Buchstaben, erstmal die ersten 4 und zwar das I, das W, das E und das A, also ich denke, damit kann man schon mal was anfangen und die richtigen Profis von euch, die werden jetzt wahrscheinlich schon da sitzen und boah, geil, da fällt mir alles ein, da kann ich schon alles eintragen, ne? Zum Thema Mario Kart und ihr könnt ja mal kurz rätseln. Ihr könnt ja mal kurz rätseln. Ich glaube, nee, das ist zu schwer. Es ist zu schwer. Es gibt auf jeden Fall von mir noch ein paar Buchstaben jetzt dazu. Und zwar erstmal das P. Immer noch nicht. Ich denke so ein, dass er. Okay, jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Und ich würde sagen, dass M, okay, M, und da ist das W noch, kranke Sache. Ich denke, jetzt sollte es für einige von euch lösbar sein. Und ich werde auch, ja, in Zukunft wird es vielleicht auch zum Thema Zelda, zum Thema Pokémon, zum Thema, hast du nicht gesehen, Nintendo generell, also ich lasse mir da viel einfallen. Und das ist auch nicht das einzige Quiz, was es in Zukunft gibt. Da gibt es wirklich noch eine Menge. Und ihr könnt ja auch mal Feedback unter dem Video da lassen noch. Das wäre sehr nett, ob ihr da in Zukunft auch Interesse habt an sowas oder ob ihr einfach sagt, so ein Scheiß, interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ne? 1 Million Dollar kannst du behalten, ich spiele nächste Woche Lotto, da kann ich hier, ne? 1 Million Dollar, da spiele ich 2-mal Lotto und da habe ich das Dicke drin, ne? Kann sein, deswegen schreibt mir euer Feedback drunter, was ihr davon haltet, also ich würde mich sehr darüber freuen und ich gebe euch, würde ich sagen, erstmal noch 2 Buchstaben und zwar das E, da ist es, da ist das Ding und B, da ist das Ding, jawohl, geil, ich würde sagen, die Wand ist hier richtig voll mit Zahlen, mit Buchstaben, könnte schon sagen, Zahlen natürlich, mit Buchstaben, ja gut, das Teil ist jetzt lösbar hier wahrscheinlich für die MKW-Suchtis, für Profis. Und ich werde jetzt noch einen ganz wichtigen Buchstaben dazugeben für die Leute, die sich vielleicht im MKW nicht so gut auskennen. Obwohl ich nicht glaube, dass das jemand guckt, der hier MKW nicht kennt oder der sich da überhaupt gar nicht mit auskennt. Deswegen einfach für euch alle nochmal richtig zur Vereinfachung. Wie gesagt, das ist eine Demo, deshalb gibt es von mir noch jetzt als finalen Buchstabe. Buchstabe. Da ist das R. Und jetzt denke ich für die Leute, also für die breite Masse sollte es jetzt eigentlich möglich sein, das zu lösen. Und ja, wie gesagt, das war erstmal so eine kleine Sendung von mir, wie es in Zukunft vielleicht öfters geben wird. Das kommt auf das Feedback drauf an. Finde ich auch eine schöne Sache, dass es sozusagen der Einstieg ins Abo-Quiz. Also wie gesagt, wer das löst,
Der kommt ins Abo-Quiz, da mache ich dann so, es gibt Seiten, wo man halt random Zahlen sich generieren kann und da werde ich mal draufklicken auf den Push-Button und dann wird dann wahrscheinlich Nummer 2 kommen und der zweite, der das Ding als erstes beantwortet hat, kommt dann rein ins Quiz nächste Woche am Freitag, das müsste Anfang September irgendwann sein, ihr könnt ja auf den Kalender gucken und da gibt es hier unter anderem die Million zu gewinnen, wenn diese Niki nicht gewinnt. Am Freitag, wenn der Niki hier, ne? Ich steck mir das jetzt ein und verschwinde einfach mal, ne? Macht's gut, bis später und ciao.